Hallo und herzlich willkommen zu Angespielt. In dieser Folge schauen wir uns gemeinsam Castle Torghias, Descent into Darkness an. Eins muss ich noch kurz vorwegnehmen. Dieses Spiel, wie die ersten zwei aus dieser Serie, wurden mir kostenlos von den Entwicklern zur Verfügung gestellt. Dafür möchte ich mich jetzt nochmal in diesem Video recht herzlich bedanken. Um was handelt es sich bei dem Spiel? Es ist scheinbar eine Art RPG, Action-RPG aus der Ego-Perspektive. Bevor wir allerdings jetzt wirklich ins Spiel starten, gehen wir einmal kurz die Optionen durch. Können wir eine Menge Auflösung einstellen? Helligkeit? Die Qualität, also im Detail können wir das jetzt nicht einstellen. Audio, ja, kann man das alles regeln. Die Keys kann man neu konfigurieren. Das Schwierigkeitslevel, normal, Hard, Rogue. Autospeicherfunktion kann man auch einstellen. So viel dazu. Dann starten wir mal ein neues Spiel. Play. Interessant. Wir können hier unser Aussehen einstellen. Die Farbe des Shirts. Ich mache das jetzt einmal ganz fix. Irgendwas, was passt. Ja, was passt denn? Nehmen wir mal das. Hände, sogar die Farbe der Hände kann man einstellen. Wie das Schwert aussieht. Nehmen wir mal hier Monsterklinge. Die Farben lassen wir mal alle so fertig. My dear friend, I am sending you this letter to inform you of my recent actions on a matter most important. Several days ago. I assembled an expedition tasked with the exploration of the ancient ruins of Castle Torghiath, a place renowned for its dark and decrepit rumors. I, however, fear the worst for them, as I have not heard back from the expedition ever since they entered the castle. I am deeply in need of your assistance, and I am willing to offer a sizable reward to compensate you for your aid. Will you not help an old friend out? One last time. Sign the Archmage. Das ist schon ganz interessant. Das ist vertont, der Text. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Und der Sprecher ist auch nicht schlecht. Also, doch, gefällt mir der Sprecher. Having decided to aid your former mentor, you find yourself standing before the ominous gates of Castle Torghiath. Despite your grave concerns, you decide to press onwards into the castle. Once inside, however, the doors shut with a resounding clang, and you realize you will not be able to leave the way you came. Steeling yourself for the journey ahead, you begin your descent into darkness. Wir befinden uns jetzt also im Schloss und steigen scheinbar ins Verlies hinab, so wie sich das anhört. So wie in den meisten Dungeon-Crawlern. Hier haben wir einmal Hilfebildschirm. Ja, das ist so alles ziemlich selbsterklärend. Fackel, Mana. Essen müssen wir auch. Interessant. Rechtsklick ist zum Blocken, links ist zum Angreifen, WASD zum Laufen. Das scheint aha, wenn Gesundheit oder der Hunger auf Null sind, stirbt der Charakter. Wenn die Fackel ausgeht, können wir nicht gut sehen, was ja irgendwie selbsterklärend ist. Aber die Gegner werden dann auch stärker. Tutorials? Nein, nach YouTube wollen wir jetzt nicht.
Dann schauen wir uns mal hier um. Wie ist denn so die Mausgeschwindigkeit? Ja, scheint halbwegs in Ordnung zu sein. Oder Moment, ich schaue noch mal eben. Sensitivity, mal ein bisschen runterdrehen. Ja, doch, so schon eher. Bevor wir da noch mehr Zeit mit verschwenden, was haben wir denn hier? Wie können wir das denn nehmen? Hm, das stand da bestimmt eben. Nein, help. Ja. E. Okay, mit C können wir ein Charakterbildschirm aufrufen. Der ist ziemlich rudimentär. Nicht mal nur so ein kleines Bildchen von unserem Charakter. Apply. I ist Inventory. Wir haben Feuerball und ein Stahlschwert. Essen. Ja, das heben wir uns mal noch ein bisschen auf. Wollen das ja nicht verschwenden. Können wir in die Kiste gucken oder können wir sie kaputt machen? Wir können sie kaputt machen. Was mir jetzt hier allerdings fehlt, ich weiß nicht, ob es die gibt, aber eine Karte wäre nicht schlecht. Weil gerade bei so Dungeon-Crawlern im späteren Verlauf könnte das schon alles ziemlich unübersichtlich werden. Jede Menge Kisten, die wir nicht kaputt machen können. Aber wir können ja die hellen Kisten zerstören. Ja, Tatsache. Was gibt's hier Schönes? Das war ein Trank. Das war, sah aus wie ein Apfel, der geleuchtet hat. Aber ja, frischer Apfel. Was war das andere? Mich würde jetzt aber gerade noch mal interessieren, wie war das denn mit den Magie-Zaubern? Ach so, mit zwei. Aber ich bleibe erstmal beim Schwert. Das verbraucht keinen Mana. Können wir auch laufen? Ja, können wir. Da ist schon der erste Gegner, Ratte. Die hat es ja lange gemacht. Aber ich will mich jetzt nicht darüber beschweren. Bücher. Da ist noch ein Apfel, den wir nehmen können. Schlüssel. Und was ist das? To Commander Wheel. Hello, old friend. How have you been doing? The front lines are tough work, but we've keeping it together. The troops here believe in you and your leadership gives them great hope and courage. I'm sure together we can beat these invaders and finally get our homeland back from them. Also, don't forget to say hi to Thomas for me. I heard he was moved to the rear guards. Signed, your good friend Sergeant Cockchair. Cockchair, keine Ahnung. Was ist das? Commander Matthew Wheel. You have been ordered by King Belver to assign a detachment of the rear squad to crime patrol within the castle. You are to apprehend any subjects with even the slightest criminal charges and place them in high detention prison. This is of the utmost importance and should be carried out with diligence and efficiency. Man, signed, Minister Lorvus. Lorvus. Können wir in die Schubladen schauen? Nein. Jede Menge Bücherregale.
Was haben wir denn hier noch Tolles? Wir können das zwar kaputt hauen, aber was ist mit dir passiert? Dir fehlt ein Arm. Eine Statue. Ist das vielleicht zum Speichern? Ich weiß nicht. Ich habe jedenfalls drauf gedrückt. Da ist auch noch eine Tür. Zugegeben, grafisch ist es jetzt nicht so herausragend, aber... Oh, Trank, Heiltrank vermutlich. Aber ich finde es schon, mir gefällt es trotzdem. Der Stil passt einfach. Ein Brot. Der hat einen Stil. Dann marschieren wir mal weiter. Was gibt es denn hier auf der rechten Seite noch? Oh, eine Spinne. Tote Spinne. Hat das hier irgendwas zu sagen? Oder ist einfach nur grafischer Effekt? Mir gefällt die Grafik. Was war das? Edelsteine? Ah, ein bisschen Essen haben wir ja jetzt schon. Loot. Ja. Einfach draufhacken. Ich gehe ja auch davon aus, dass wir hier ja leveln können. Da unten steht es ja auch. 13 von 100 XP. Ah, das dauert aber noch ganz schön. In diesen grauen Kisten versteckt sich immer was. Oder was heißt immer, aber die können wir wenigstens kaputt machen und mal schauen, ob sich irgendwas darin befindet. Wow, was bist du denn? Wow! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Das denn jetzt weg? Ah, wir hatten nicht gespeichert. Beziehungsweise ich. Ja, dann halt nochmal. My dear friend. Ja, das kennen wir ja schon. Ich frag mich jetzt echt, wo der wegkam. War das eine Falle? Also, als erstes immer... speichern. Vor jeder Tür am besten speichern. Jetzt ist natürlich die Frage, oh, da ist ja Gold oder Münzen. Was waren das? Loot bestimmt, ja. Münzstapel. Es sieht jedenfalls so aus, als ob ja, das Level scheint immer... Wow, gleich zu sein. Ach ja, das ging ja nicht. Gibt's hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann holen wir uns jetzt nochmal den Apfel. Und schlagen uns mal hier links durch.
Hier war doch noch ein Gegner. Ja, hier war die Ratte. Der Apfel. Ja, die Schlüssel. Den Schlüssel. Das nehmen wir auch mal nochmal mit. Was ich sagen wollte, dass gerade bei Spielen, wo man keine Karte zur Verfügung hat, es doch ziemlich gut ist, wenn das nicht prozedural generiert wird. Weil sonst wird man noch verrückt. Aua. Ah, da ist ja noch die andere Spinne. Ich glaube, ich spinne. Fast nur noch die Hälfte von der Lebensenergie. Ich kann ja mal eben schauen, wie viel stellt denn so eine Potion. Wir haben gar keine Potion. Habe ich die irgendwie, habe ich irgendwo aufgesammelt. Das ist natürlich nicht so toll. Was läuft da hinten rum? Läuft da irgendwas rum? Nein. Wow. Wow. Ah, da kann man sich ja richtig verjagen. It's amazing. This place must be hundreds of years old. I'm leaving these notes of our expedition behind to record what we discover here. From what we can tell, the front gate can be opened by a key located in what appears to be the remains of an office. The architecture of this place is very foreign. So it must have belonged to a far-off age. The records that we found intact seem to suggest it was a base of some sort and is actually a castle buried partially underground. Mein Gott. This place definitely merits further investigation and I will update my notes before the further we get inside. Okay. Hier hinterlässt wohl einer Notizen. Über was denn da noch so kommen mag. Moment, bin ich hier gestorben? Ich weiß es nicht, aber ich werde erstmal speichern. Ist auch ganz nett, dass man hier überall speichern kann. Wow. Ja, jetzt greif schon an. Wenn ich euch einen Tipp mitgeben soll, immer so an so Türen kämpfen, dann können die nicht alle auf einmal angreifen. Dann könnte ein nach dem anderen, ein Gegner nach dem anderen abgreifen. Hüpfen können wir nicht. Was bist du, Heiltrank? Du bist doch... Ah, wir haben aber lange Arme. Wie viel stellt denn der Heiltrank wieder her? Wie viel haben? Ja, jetzt müsste ich nur noch wissen, wie viel wir denn... 46 von 100. Schade, dass die Zahlen hier unten nicht angezeigt werden. Dann werde ich das mal benutzen. Wenn wir schon dabei sind, immer noch 39 von 100, das ist noch ein weiter Weg, versuche ich mich jetzt mal an Zauberei beim nächsten Gegner. Aber so wie es aussieht, können wir damit nicht blocken. Den Schlüssel haben wir. Oder will ich doch nochmal zur anderen Tür...
Ausdauer haben wir nicht, können also unbegrenzt sprinten. Aber bevor ich hier reingehe, werde ich hier auch nochmal speichern. Mal kurz probieren. Ah, okay, so funktioniert das. So. Wir stehen hier und es kommt keiner. Gold, 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 mein Schatz. Diesmal ist das Vieh nicht gespawnt, warum auch immer. Wie viel sind denn diese Goldbarren wert? Ah, schon mehr wert als die Goldmünzen. Dann sind wir hier, glaube ich, soweit fertig. Und den Schlüssel haben wir ja, aber wir kommen hier nicht weiter. Und warum kommen wir hier nicht weiter? Ach, weil wir hier den Schlüssel reinstecken müssen. Das muss man aber auch erstmal sehen. Wer bist du? Bist du freundlich oder feindlich? Warte. So, du sagst, es war, gab hier mehrere, noch mehr. Nay, the only souls I've seen down here are those of the expedition. I followed them to join in the looting. I mean exploration. But now I'm taking my leave. It's blocked? Such an unfortunate turn of events. Then the only way out now is the rumored secret passage way deeper in the castle. I've explored some of this area already and discovered many things. There are many notes and journals left by the expedition in this place's former inhabitants. On top of that, there are several tasty morsels and glorious loot just waiting to be found. Beware though, the reason I wish to leave this place is because its current denizens are not so friendly. I even saw some sort of moving fog that did strange things when it touched the animals around here. And the bloody traps! One false move and you'll never be seen again. The passageway was an old rumor from the castle's original inhabitants. It was supposed to be around the inner sanctum, where an emergency escape presumably exists. I would imagine that there would be more than one trap or puzzle to prevent you from getting to it. You may be able to get help from any survivors of the expedition. So, du sagst, dass manche der anderen noch am Leben sind. Who you'll meet, but just like them, I found something of value. It's a health potion, and it's yours for only 30 gold coins. Der will uns einen Heiltrank verkaufen für 30 Goldmünzen. Jetzt ist die Frage, brauchen wir das Gold noch großartig für andere Sachen? Ja, handeln wir mal. Lesser Health Potion. Danke. I'd also be willing to sell you some bread for 15 coins if you're interested. Etwas Brot für 15 Goldmünzen. Nee. Well, that's all I have for now. You go on ahead. I'll wait here until someone digs me out. Good luck. Das ist also unser erster Händler, den wir hier treffen. Ich muss ja sagen, der scheint ja ganz schön groß zu sein, oder wir sind ziemlich klein. So, der zaubert dann sofort. Das sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn man keine Hände oder so sieht. Eigentlich sollte das doch auch Mana verbrauchen, oder nicht? Ja, die Methode gefällt mir schon mal. Können wir direkt aus der Ferne angreifen. Und uns wird kein Leben abgezogen. Lass mich raten, die Kisten sind hier einfach nur so, ja? Oh, Entschuldigung. Oh.
Oh, da musste ich echt niesen. Oh, das konnte ich nicht mehr zurückhalten. Entschuldigung, wie mir jetzt die Ohren geplatzt sind. Wow, wow, Halleluja, habe ich mich da jetzt verjagt. Was ich noch sagen wollte, das sieht aus wie ein Mana-Trank, aber nein, das wollte ich nicht sagen. Ich glaube, Zauber hebe ich mir für größere Areale auf und das Schwert für so Gänge und so ein Kram. Mana-Potion. Und doch, wir haben doch schon Mana verbraucht. 40 Mana stellt die wieder her. Ja, wir sind so langsam an der Grenze dazu. Ein Stück in die Richtung laufen. Nein, du gehst natürlich nicht kaputt. Was ist mit euch hier, mit euch Knochen? Was zum Henker? Wow! Halleluja! Noch mehr Spinnen. So. Damit sind jetzt auch die Spinnengeschichte. Ich glaube schon fast, das hier ist der richtige Weg, oder? Ist jetzt natürlich die Frage, was auf der anderen Seite gewesen wäre, aber ich will jetzt nicht nochmal den ganzen Weg zurücklaufen. Irgendwas Interessantes? Also mein vorläufiges Fazit hierzu, was ich bisher so gesehen habe. Es macht Spaß, ja. Der Grafikstil ist zwar nur zweckmäßig, aber er passt auch irgendwie. Also mir gefällt das. Aber ich bin jetzt auch nicht so einer, der unbedingt so einen großen Wert auf Grafik legt. Ich schaue noch mal kurz in den Optionen, bevor ich hier was Falsches sage. Aber es sieht wirklich nicht so aus, als ob es eine Karte geben würde. Nee. Das ist natürlich... Ah, mit F können wir die Waffen wegpacken. Aber ohne Karte, wenn hier das alles so gleich aussieht... Da muss man aber schon hier... alles in- und auswendig kennen. Weiß nicht, ich kann das jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie was Negatives wäre, weil es gibt auch Leute, die möchten halt auch solche Spiele spielen. Man muss sich halt dann sehr viel merken und sich sehr gut orientieren können. Hallo Wölfi. Oder, ja, Wolf. Wow, der hat schon mehr zugebissen. Potion. Heiltrank benutzen. Ich würde das jetzt nicht so als großen Nachteil sehen wegen einer fehlenden Karte. Weil hier sind ja ab und zu auch mal so Sachen, wo man sich dran orientieren kann. Trotzdem, mit Karte wäre es halt einfach bequemer. Kampf, oder das war jetzt Gift. Interessant. Was wollte ich hier noch sagen? Ach, jetzt ist unsere Fackel ausgegangen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie können wir die denn wieder entzünden? Huh.
Gute Frage. Vielleicht an irgendeiner Fackel hier im Verlies, Kellergeschoss. Was waren das jetzt für Potions? Werkzeuge, okay. Können wir die hier dran jetzt entzünden wieder? Ah ja. So. Also ich sage mal, mir gefällt das Spiel, ja. Ich würde, wenn ich das jetzt von eine Wertung von 1 bis 10 geben müsste, würde ich dem, ja, ich würde dem so von meinem Ersteindruck her natürlich, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel gespielt, sondern nur so die ersten 30 Minuten mit euch hier zusammen erlebt. Und mein Ersteindruck ist so eine 7 von 10. Das scheint, glaube ich, ganz zu passen. Was war das? Irgendeine Falle? Schauen wir noch mal hier kurz den Gang lang, was es hier so gibt. Karotten. Karotten nehme ich doch immer gerne. Ja. Okay, das geht hier noch. Da ist eine Tür. Hier ist noch eine Kiste, wo was drin ist. Also es ist halt so ein, ja, Rollenspiel in der Ego-Perspektive. Wir können hier leveln. Ich habe es bisher immer noch nicht bis zu Level 2 geschafft. Ich denke mal, wir können dann auch hier die Werte auf pro Level up hier stats verteilen. Aber das ist nur eine Mutmaßung. Mich würde mal interessieren, wie sich das mit dem Hungersystem im späteren Spielverlauf auswirkt. Ob man da immer genug Essen findet oder ob das manchmal ganz schön knapp wird. Aber generell, ich finde die Idee ganz gut. Also ist jetzt nicht wirklich was Neues, aber ich werde das definitiv noch spielen. Also mir gefällt's. Ich habe zwar auch gelesen, dass die Grafik eher schlecht sein soll, aber mir gefällt die. Ich kann mich nicht beschweren, aber ja, wie ich schon gesagt hatte, Grafik ist ja bei mir, kommt bei mir ja auch nicht so sehr an erster Stelle. Ich finde es passend, einfach. Das Spiel funktioniert. Die Kämpfe sind ganz gut. Ja. Und ich hoffe, euch hat dieses angespielt gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video nach oben. Genau, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und lasst einen Kommentar da, wie hat euch das Spiel gefallen? Das würde mich mal interessieren. Und bis bald!